Stream, 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 stream. Das ging heute aber schnell. Sind wir schon live? Wir sind live. Ich habe noch keinen Chat. Chat, chat, chat. Wie funktioniert so ein Tablet? Ich finde das nicht. So. Kann ich auch groß machen? Hey GMZ. Erster, ja. Ich hab ein bisschen Chatproblem. Ich hasse die neue Twitch-App übrigens. Das kann ich laut sagen. Titel stimmt, Spiel stimmt, okay, was? Chat geht mir ein bisschen auf die Eier, um ehrlich zu sein. Kann ich mich groß machen? Ich mag die App nicht, ich mag die App nicht. So ist der Chat so klein. Ach ja, was soll man machen? Hey lol. Ja, Jim, sieh, die neue App ist echt beschissen. Die alte war so gut. Die neue jetzt. Boah. Richtig mies, muss man so sagen. Aber Twitch ist trotzdem für Streamen 100 mal besser als YouTube. Und danke für schon 150 Wehrmärchen hier auf Twitch. Krass. Hey Dragon. Hey, I love coffee. Moin, moin. Lol, die Twitch-App. Die Twitch-App. Ist nicht so geil. Wie gesehen hat, wir haben ja diesmal ein Angebot, das wir uns gönnen werden. Komm mal kurz rein, da müssen wir noch ein bisschen warten. Hey Dampflok. Was mir schade ist, der Chat so klein ist bei mir. Nee. Was habe ich ein großes Tablet, wenn der Chat dann nur die Hälfte vom Bild ist? Hey Diana. Wir sind in Stufe 48 erst. Dass wir jetzt einmal das Refill-Paket kaufen, da sind 60 drinnen. Falls wir alle gewinnen, sind wir dann bei 110 circa. Das müssen das zweimal kaufen. Hey Frozen, danke fürs Follow. Ja Diana, wie gesagt, mein Chat ist jetzt die Hälfte vom Screen von meinem Tablet nur. Was auch immer. Also ja, das heißt, wir müssen uns die zweimal kaufen. Aber das Gute ist, wenn wir nicht alle brauchen, alle Refills, dann können wir sie beim nächsten Dungeon Event wieder benutzen. Das heißt, es geht nichts verloren und so weiter. Hey Jonas. Sollen wir uns mal direkt gönnen hier. Da ist auch 2000 Gold dabei. Und ein Epic Pack. Ist auch nice. Wir bekommen wirklich eine Epic, schade. Wie gesagt, freuen wir uns zweimal, denn wir brauchen mehr Tränke und der Rest, was überbleibt, behalten wir einfach. Falls es überbleibt, denn Jens bei uns ist schon 125. Und da kommt ein wirklich Hardcore-Boss. Also da kommt. Puff. Wird ein bisschen zäh. Hey Maus! Ich habe auch einmal hier diese Energietränke heute gekauft. Denn ich habe mir den Helden geholt, den ich am besten finde zurzeit. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ja, also mich hat er am meisten überzeugt. Zeige euch dann gleich. Ich habe schon eine neue Deckidee, aber die werde ich noch nicht noch nicht zeigen. Hey Matze! Wir haben schon 757 Wehrmärchen auf YouTube. Sieht gut aus, sieht gut aus. Noch eine Epic, ne? So viele Epics heute, halt sehr gut. Ich muss ja den Helden leveln. Ja, na geht. Nein, falsch Knopf. Den habe ich mir geholt.
Schütmo, Schuetmo, danke fürs Folgen. Der nächste Gronk, ja, schön wär's. In Arena Platz 33. Kurz mal rein. Krass, Jonas, krass. Ja, den hätte ich mir geholt, wegen diesem Blitz 4 schon zu Beginn. Das ist so krass gegen Goblins, die haben alle so wenig Leben und da haut das voll rein. Das bis jetzt hat er mich sehr überzeugt, der Held. Ich glaube, mit dem komme ich am besten klar. Im Deck habe ich nur eine Karte geändert, und zwar, ich habe Ronin reingenommen. Ist mich auch geil, muss ich sagen. Hat mich auch schon überzeugt. Bisschen noch Maus, ja, ein bisschen noch. So sieht es zur Zeit aus, und ja, wie gesagt, ich habe ein zweites Deck noch gebastelt, aber da muss ich erst die Karten noch hochleveln. Wie ihr gestern gesehen habt, habe ich auch Vulkanus geholt, den muss ich auch noch aufwerten. Und ich bin noch immer seit Wochen, Tagen überlegen, ob ich die 2200 Weinsalz verdampfen soll. Smogstar, danke fürs Folgen. Das verpasst du hoffentlich nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch ein Glöckchen aktivieren muss, wie bei YouTube. Noch nichts, tja, noch nichts. Und ein bisschen die Dings gekauft, die Refills. So, mal sehen. Soll ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ab Stufe 120 wird es schwer, denn dieser mystische Held im Dungeon ist diesmal richtig hardcore. Für Hexenrune habe ich noch immer keine Verwendung, ne. Noch immer nicht. Ich habe heute auch wieder eine Epic-Rune gecraftet. War leider Schwächen. Ist jetzt nicht schlecht, und die kann ich dann... Die kann ich da hier reinpacken. Hat da Schwächen 5 und das zweimal, schon geil. Aber ja, den baue ich jetzt gerade erstmal nicht. Ich kann aber, glaube ich, noch ein Epic Pack craften. Danke, Ryder, fürs Follow. Wollen wir gleich mal machen. Dann werden wir jetzt bald mal in den Dungeon werfen. Und schon wieder Epic leider. Schade, ich habe den letzten gehofft. Weg damit. Ja, zur Zeit liegt Verus halt nur auf der Bank bei mir rum. Legend finde ich ihn auch immer nicht gut, aber mystisch finde ich ihn geil mit einer Lebensrune. Hat er 27 Leben mit einer Epic-Rune. Für eine 1er Verzögerung ist sie schon krass. Deswegen bin ich nochmal überlegen. Kann man Deck noch was aufrüsten? Ich glaube nicht. Deck mal aufrüsten. So Leute, ich würde sagen, wir hauen uns mal in den Dungeon. Wie viele Wehrmärchen sind denn eigentlich hier, Diana? Ich sehe nichts. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Wir sind jetzt bei 49. Schwächen Imbue Corrosive. Okay, ist jetzt noch nicht so tragisch. Ist jetzt noch gar nicht tragisch. Wir sehen uns mal an, was er so hat. Kurz. Dann werden wir einige überspringen. 3 Verzögerung, Vergeltung. Ermächtigen. Okay. 14. Okay. 14 Wehrmärchen. Diesmal kann man ja hoffentlich auch. 20, okay. Lass mal das erste Refill gleich mal reinknallen hier. Haben wir noch 5 übrig. Und jetzt werden wir uns erstmal hier durchklicken ein wenig. Ich wüsste nicht, was uns hier aufhalten sollte. Stufe 50, hat sich was geändert oder nicht? Imbuläre abschöpfen, ermächtigen 6, Schild 6. Oh, wird schon krasser, ne? Wird schon krasser. Mhm. Oh, ist auch nicht schlimm. Steigt ständig. Ich sag, Leute, jetzt müssen wir erstmal mit Autoplay hier durchrushen. Ermächtigen Wild, verhexen alle, Imbue vergiften. Die haben ziemlich viele Imbue diesmal, ne? Imbue vergiften, vorher war Imbue Corrosive. Eine Legend Lebensrune, boah, müsstest du ausrechnen, plus 30%. 22 plus 30%. Stegilover, danke fürs Folgen. Schon 154 Wehrmärchen. Nice. Gerade Chat lesen, ich habe überspringen vergessen. Held noch immer gleich nur 30 Leben, der Held ist halt gar nichts, ne, bei Doppelschlag Goblins. Der hat 54, also ein bisschen dicker. Heilen alle, also sehr viel mit Leere diesmal. Also wenn alle Cheat-Karten dann Leere sein.
Was auch geil ist hier im Dungeon, wir bekommen viel Gold. Ich bin die aus DL. Die eine von DL da, die. So, bei 60 schon. Ändert sich schon was? 666? Nö, nochmal alles gleich. Noch immer alles gleich. Leute. Überall gibt es diesen dummen mal 10 Benutzknopf zum Beispiel, aber hier nicht. Die ersten 100 können wir locker überspringen. Dann kennen wir den schon. Imbue, alle Unsichtbarkeit. Das ist böse. Starren hier die 4 Schwächen, alle 3 ist auch gemein für meine Doppelschlag-Goblins. Ich bin gespannt, ob ich das Deck vielleicht wechseln muss irgendwann. Bin echt gespannt. Die böse Maus. Bin echt gespannt. Aber dann vielleicht doch nicht mit Goblins spielen sollte. Beziehungsweise mit Doppelschlag-Goblins. Lass mich mal überraschen. Jetzt sind wir bei 69. Wunderschöne Zahl. Brauchen wir wieder ein Refill. Jetzt sind wir bei 70. Jetzt sind schon 777 statt 666. Okay. Ich glaube schon, Leute, also den 75. sehen wir uns mal an, denn da gibt es die Epic-Karte zum Holen im Dungeon. Also 75 schafft hoffentlich jeder von euch. Es ist wichtig, dass ihr diese Karte immer mitnimmt in den Events. Das ist das Wichtigste, dass ihr 75 schafft, dann habt ihr eh schon gewonnen. Wie gesagt, es ist auch ein schöner Goldbonus hier die ganze Zeit. Ist das jetzt die 75. Ja. Ich sehe uns mal an, kurz, würde ich sagen. Wieder Star-Unsichtbarkeit, okay. Star mal, viel Spaß. Hat er schon vierfach, ne? Vergeltung, Blitz, Star, Frostbreath, Panzerung, Schwächen, Null Angriff, okay. Es wird schon besser. Mächtigen Äther, Schild und Toter, okay. Also wieder gemischte. Hey Sebastian, ab geht's im Dungeon. Ich lasse noch die Geschwindigkeit mal 3, es ist noch immer nicht spannend. Wollen wir uns mal kurz ansehen, was er auf 75 so hat. Die Karte ist auch gut. Aber alles halt so durchgemischt, ne? Ich glaube nicht, dass ihr da Probleme habt bei 75. Ich glaube, das sollte locker drin sein. Eine Belohnung gleich abstauben. Da ist sie. Wunderschön. Wunderschön. Oh, noch was. Nicht schlecht. Ein Epic Pack Fragment. Noch eins. Sehr schön. Hui, sind wir schnell durch. Ah, oh, 10 Inscription Powder. Sehr geil. Nochmal 5. Nehme ich auch gern. Und nochmal 5, oder? Ja, perfekt. Noch was? Nein, ich glaube, wir sind durch. ich kann keine Epic Runde craften. Mir fällt es an Blau vorsehen. Ernsthaft? Es ist immer verlockender, Verus zu verdampfen. Ja, Leute, sind noch normal. Kann man sich wieder. Ein bisschen Gold ausgeben zwischendurch. Ein bisschen Gold ausgeben. Ich kriege ja noch eine Karte fertig und dann kann sie ins Deck packen. Dass wir unser Deck noch ein bisschen aufwerten. Direkt im Dungeon. Hey, Rotauge. Grüße dich. 36 Märchen. Wupp, wupp. Wir sind, wahrscheinlich jetzt wieder der weltgrößte Spellstone-Streamer, ne? Und 67, ne? Reicht nicht. Reicht. Weiter geht's! Ich glaube, wir werden wieder überspringen noch. Ich hoffe halt, ich übertreib's nicht. Aber wie gesagt, falls ihr den Helden habt mit diesen zweimal Blitzen, den hier, probiert ihn unbedingt mal aus. Ich finde den mega geil. Er hat mich überzeugt. 78. Ja, Jonas. Ja, ja. Das ist, ne? So kann man es schön sagen. Ne? Schön sagen. Ja,
Dann sind wir bei 81. Was hat sich geändert? 7, 7, 7. Noch immer gleich. Das Gemeine ist ja, ab 120 wird es dann so extrem. Heilen alle leere 2 Fax. 4 Impu. Alle leere Nullify. Aber Nullify sollte den Goblin BG ja nicht aufhalten. Nice, Frozen. Nice. Was hast du für geil Namen? Paradiddle Darkest. Ne, ich nehme den auch einen ganz normalen Deck. Das ist mein ganz normales Deck. Das ist nicht mein Dungeon Deck, das ist mein normales. Und ich finde ihn einfach nur mega. Wie gesagt, weil es am Anfang halt schon diesen Goblins, die eh so wenig Leben haben, direkt mal 4 Schaden drauf knallst. Nur mit dem Hell. Und Hell hat ja auch keine Verzögerung. Okay, so bam bam drauf, bam bam. Schon nice. Hi, I beat. 85. Hat sich was geändert? Ja. Imbue alle unsere Packe 2, erstandene 3, schwächen alle 3. Tut schon wieder weh. Oh, er kommt mit Vergeltungskarten. Auch nicht so geil. Nice, Rotauge. Nice. Und hast Veros jetzt gemacht oder hast ihn verdammt? Hast den Legend gemacht? Okay, das geht auch noch ganz gut hier, muss ich sagen. Er spielt noch immer so komische Kombinationen. Hey Tim, danke fürs Follow. Hast du gemacht, oder? Nice, nice. Und da war die erste Cheat-Karte. Oh, fuck. Ich tippe halt mal drauf, weil sie war eine einfache Legend. Ich glaube, der spielt jetzt keine einfach Legends mehr. Lass mal kurz ein bisschen durchlaufen. Na, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Naja. Viele spielen sie, Nom 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 Nom. Dieser Name, ne? Viele spielen sie jetzt schon auf Legend, also ja. Ist natürlich spielbar. Nur man muss immer bedenken, du kannst nur 3 mystische Karten reinnehmen. Und er zählt auch in der Legend-Form schon als mystisch. Das darfst du nicht vergessen. Ja, das machen viele, Char. Viele machen das, Char. Ich bin halt so unentschlossen. Wir sind bei 90 schon. Das ist schon eine Hausnummer jetzt. Sollen wir mal kurz wieder reingucken? 65, Heiler Lehre 3. Master of Chaos, danke fürs Folgen. Fangen wir mit Ronin an. Was hat denn der da? Den kenne ich gar nicht. Wie geil ist denn das? Waldschläfer-Diktat. Okay. Alter, habt ihr Ronin gerade gesehen? Habt ihr Ronin gesehen? War Hammer, oder? Ja, manche Namen, ne? Manche. Ja, alle wollen mich da. Und dann wollte mich ärgern, wenn später Verus doch noch gebufft wird oder irgendwas. Da wollte mich ärgern. Du hast ja damals verdammt. Haha. Ja, er klingt lecker. Genau, ich lese das sofort. Nom, nom, nom. Starten mit ihm hier? Nein, ich starte mit ihm hier. Mal ein bisschen die Karten angucken. Er spielt noch immer so random Karten. Manchmal eingefroren. Er spielt auch Ronin. Aber das Geile ist ja, wir haben jetzt eine verhexen alle Karte da liegen und Hardcore Blitztypen. Habt ihr das gesehen? Einfach Xophorus weggeblitzt. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Hör ich da meinen Namen? Sinon nochmal. Wie geil. Freut mich, Master of Chaos. Freut mich. Wenn ich schon nicht spiele, so. Mal angucken. Ja, immer das gleiche. Er ist schon voll aufgehört.
Ein Freund verhexen. Der spielt die Karte, die muss ich auch noch bauen. Die kann noch viermal rumliegen. Ah, das zweimal ist zu langsam. Ah, macht schon geil Schaden, vor allem sein Verhexen und dann Frostbreath 3, das knallt schon rein. Rotauge, das sehen wir dann, wie es so abgeht. Aber bis jetzt läuft es noch gut. Oh, der spielt, der hat den auch. Ich finde den mega geil. Ich finde in Clash Events finde ich den geil. Den unter den Tower setzen ist schon nicht nice am Start. Aber Vulcanus natürlich auch zum Beispiel. 93 schon, Leute. Das Problem ist ja, es läuft immer so gut. Und dann kommt Stufe 120 und knallt es so richtig eine rein. Das ist so richtig fies. Na, friert uns ein. Ist schon mal gemein. Den ersten geben auch nicht tot. Unsichtbarkeit macht sich bemerkbar. Mhm. Es zieht schon ein bisschen an. Das Unsichtbarkeit ist schon fies. Und die Schwächen dazu halt, ne? Schwächen alle drei. Ah, könnte alles schon ziemlich gemein werden. Mahlzeit. Das passt zu deinem Namen, ja. Ja, wenn schon ewig spielt, ne? So wie Rotauge, könnte es schon hinhauen mit 130. Das haben letztens ja auch bei uns sehr viele 130 geschafft. Aber die 140 sind halt das Thema, ne? Die sind verdammt schwer. Danke, Benny, fürs Follow. Ja, Char, das kenne ich. Ich gewinne auch immer ständig. Und dann verliere ich wieder, dann gewinne ich wieder, verliere ich wieder. Dann komme ich hoch von Platin 1 auf Platin 2 wieder runter. Es nervt. Wisely, ja, auf YouTube kommt dieses Video dann an. Ich weiß nicht, ob es am Abend schon geht, wie schnell das geht mit YouTube. Ah, mit Twitch hochladen. Ich glaube, am Abend müsste schon locker drin sein. Also, das Stream ist heute Abend dann. Rotauge folgt auch, sehr schön. Das geht natürlich auch, man kann auch die Versuche kaufen hier, das ist klar. Das ist klar. Aber das muss, wenn man free to play ist, sollte man das ja nicht tun. Hey Smurf. Dreht die Sau mich einfach ein. Der hat die aus der Arena-Kiste letztens. Krass. Ich bin echt gespannt, wie weit ich mit dem Deck komme. Ich glaube, ich werde wechseln müssen immer. Ich sehe es schon irgendwie so kommen. Ah, jetzt knallt uns die erste Karte weg. Oh, der lebt sogar noch. Okay. 97 ist ja auch schon nice. Es wird auch viel rum... Aua! Fuck! Es wird auch viel rumdiskutiert, welcher BG als nächstes kommt. Könnte ja sein, dass sie so Mech-BG als nächstes machen. Smurf, danke, danke. Da müssten wir ein neues bauen. Sinom. Ihr merkt schon, ich krieg schon ein bisschen aufs Maul. Diese Unsichtbarkeit hier gefällt mir gar nicht. Die Unsichtbarkeit gefällt mir gar nicht. Das war jetzt echt scheiße. Ja. Ich kann meinen Frostbreath nicht durch. Ja. Da haben wir einen Fail-Versuch. Aber wir sind nicht abgefallen, natürlich. Aber diese Unsichtbarkeit, ne? Also ich mache mir schon jetzt Sorgen. Mal überlegen. Nach Berserk 4 tut auch schon weh mit dem vielen Leben. Vor allem, man kriegt es halt nicht down, weil es so immun ist. Aufs Maul, sehr wichtig. Mech-BG, neue Fraktion kommt. Es kommt eine neue Fraktion ins Spellstorm. Und es könnten Mech sein, also Mecha oder Roboter, wie ihr wollt. Es könnte sein, dass die als nächstes kommen. Alter, aber vielleicht geht das jetzt schon nicht mehr, oder was? Diese Unsichtbarkeit hält! Wir bauen um, Leute, wir bauen um. Wir bauen jetzt ein Arena-Deck. Wir bauen ein Arena-Deck. Hoppla, die Belohnung weggeklickt. Oh, ja genau, es gibt das neue Item hier. Kann man sich aussuchen, 5 Ember Souls, 5 Brian Souls oder 25 Wine Souls.
Oh, ein Epic Pack können wir auch craften. Ja. Haben wir's? Ja. Das craften wir auch gleich. Und nee. Nein. Na, sie müssen ja nicht neue Mech-Karten bringen. Sie müssen ja nur bestehende die Fraktion Mech dazugeben. Einfach nur dazugeben. So wie den Käfer, was wir gerade gesehen haben, einfach den Käfer zum Beispiel die Fraktion Mech dazugeben. Oder Mecha oder Roboter oder wie immer. Hey Skeletor. Dämon wäre natürlich noch geiler, ja. Dämon wäre noch geiler. So, jetzt haben wir ein Deck bauen müssen. Mehr braucht ein Deck, der jetzt nicht mehr so auf das die Unsichtbarkeit ist ein Problem. Die Unsichtbarkeit ist ein Problem. Punkt. Unsichtbarkeit ist ein Problem. Es sollte trotzdem auf Doppelschlag bleiben. Vergeltung kann auch nicht schaden. Doppelschlag, Doppelschlag. Nein. Ah, ich hasse das. Unsichtbarkeit. Ja, der Goblin ist geil. Zauberer. Ja, Zauberer glauben manche auch. Also Mage. Das haben manche auch schon geglaubt. Es sah irgendwie so nach Mech aus. Lass mal überlegen, Leute, was könnten wir jetzt machen gegen die ganze Unsichtbarkeit? Wir brauchen direkten Schaden. Direkten Schaden. Vielleicht Wala mal probieren? Brauchen direkten Schaden. Einfrieren hat ja auch nicht so geil funktioniert. Vielleicht ein bisschen damit arbeiten. Ich versuch's anders. Elfen war lustig. Hey Luca, Elfen wäre auch lustig. Ah Mann, hallo? Ich will die mittlere Karte, danke. Was hat er mir das Deck wieder nicht gespeichert? Aber ich hasse es so sehr. Das ist ständig. Boah, ich kotze bald. Jetzt hat er mir das Deck einfach nicht gespeichert. Oh, Leute. Oh, Mann. So, ich kann den Check gerade nicht lesen. Ah, kotzt mich das gerade an. Was mit ihm probieren? Oh, Mann, wie nervig. Ich hoffe, ich krieg's nochmal hin. Wir haben jetzt viel mehr Blitz alle, aber wir haben kein Verhexen mehr. Nein, er hat den Raptor nicht dran gemacht. Der ist schon weg. Menschen? Das wäre ziemlich langweilig, Fraktion Mensch. Nee, wäre viel langweilig. Speicherst du mir jetzt das Arschloch-Deck? Der hat es gespeichert, oder? Der hat es gespeichert. Versuch's mal damit. Habst du schon gedacht, dass das Deck nicht eh funktionieren kann? Moment, es geht eingefroren. Doch nicht. Ah, das ist ein anderer Held diesmal. Er hat jetzt Abschöpfen 7 bleibt, ermächtigen 8, Shield 8. Das wäre auch hart, ne?
Och. Vergeltung 7, tut aber, oh, das sieht cool aus, das sieht cool. Ja, lass uns Runen tauschen, das ist mal gut machen. Ich bin so unschlüssig, was für Decke ich hier spielen soll, Leute. Hätte ich jetzt doch mehr Verhexen reinnehmen sollen. Hätte ich jetzt doch mehr Verhexen reinnehmen sollen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig Verhexen drin. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig Verhexen. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon. Was sollst du tun, ne? Sam hier, was willst du? Ich glaube, ich nehme Wala noch mal raus und nehme Verhexen rein. Hm, welche Verhexenkarte? 4, 2, 3. 3 mit Einfrenede. Mit Abschöpfen, Unsichtbarkeit. Ich glaube, hast du gespeichert? Nö. Ich hasse es, er speichert es nie. Jetzt? Ja. Was geht hier um Pizza oder was? Oder was geht's hier? Alter, ihr seid so gemein. Immer, wenn wir streamen, redet über geiles Essen. Ey. Boah. Nein, fuck. Okay, puh. Aber Leute, ich werde heute noch grillen. So könnt ihr ruhig von Essen reden. Habe ich mal erwähnt, wie sehr ich hier Matt mag? Ich weiß gar nicht. Ne? Oh, der Kleine jetzt, der Kleine. 10, 16 Attack, 16 Attack. Eine fucking Epic-Karte. Die ist so krass. Die ist so krass. Boah, überleg. Also das ist eine Cheat-Karte, leere, ja. Blitz 10 schon wieder. Oh, das Problem wieder. Schwächen 8, Alter. Und da gibt auch noch Nullify, ist egal, aber heilt sie auch noch. Dieser Blitz, ne? Dieser Blitz. Ah, ich hätte schon lange Basilisk legen sollen. Ich hätte schon lange Basilisk legen sollen. Aber ich glaube, es ist schon vorbei. Skeletor, ja, der ist Hammer. Zuerst habe ich auch gedacht, meh. Aber der ist mega. Aber ich habe halt ein riesen Runenproblem. Deswegen bin ich ja so am Kämpfen mit mir selbst, ob ich jetzt die Wein soll, verdampfen oder nicht. Sprechen 8 tut weh, ja. 98, wir haben gleich die 100. Oder 100 werden wir mal kurze Pause einlegen. Dich vielleicht? Ah, schon wieder ermächtigen 8 spielt 8. Oh, fuck. Der hat 8 Attack und jetzt sind's auch. Das tut weh. Aber wir blitzen so viel. So unfassbar viel. Und der Gegner meint, er muss Unsichtbarkeit spielen, dann zeige ich ihm, was Blitz ist. Schön verhext hast du das Ronin, aber bringt nichts. Und unsere erste Karte überlebt, dank Solaron. Ja, erstmal Mystik. Verus dauert noch 3 Jahre, denn ich brauche jetzt die 2500 für Legend und dann die 5000 waren es, glaube ich, oder für Mystik.
Oh, da wäre meine Verhexenrune so geil. Meine letzten Verhexenrune. Da rein. Da will ich sie so gern reinlegen. Oh fuck. Die erste Karte. Nein, Ruin eingefroren. Hätte ich jetzt gebraucht. Ganz dringend. Oh, das war ein Fail. Ruin hätte ich jetzt gebraucht. Toll. Blitzschild nochmal. Und Ruin ist schon wieder eingefroren. Übrigens. Schon wieder. Oh, das war ein Fail. Hätte Ruin jetzt so dringend gebraucht. Hey Jens, Glückwunsch, 130, nice. Ja, ich versuch's noch. War mein Deck nicht zufrieden, hab ein neues Deck gebaut. Läuft eindeutig besser mit dem neuen Deck, muss ich schon sagen. Ja, das ist der Held, der uns vorher genervt hat mit Unsichtbarkeit. Aber ich habe jetzt einfach so viel Blitz reingenommen, dass ich mich am Arsch nehme. Kriegen wir da auch was? Schon vergessen. Oh, die nochmal, genau. Nein, was? Nur einmal. Wie sieht's denn aus mit den Milestones? Bei 100, bei 105 wieder, okay. Und dann werden wir diese Fläschchen mal benutzen, um zu sehen, wie das so ist. Die 140 drin sind, keine Ahnung. Das kommt mir diesmal schwerer vor. Bin mir auch nicht sicher, kann es sein, dass der Dungeon diesmal früher ist, also direkt nach einem BGE-Beginn? Mir kommt vor, letztens habe ich beim Drachen-Dungeon, hatte ich viele aufgerüstete Drachen komplett fertig schon. Das war viel einfacher. Schon 2000 Gold, nice, das ist der geile Nebeneffekt, ne? Das ist Gold. Das ist schöne Gold. Immer noch keine Unsichtbarkeit oder Nullify. Du bist halt schon ein bisschen ein Lacker, Rotauge. Du bist schon Lacker. Schöne Epic, sehr schön. Weil ich gerade sehe, den Heldenfrosch, ne? Wenn wirklich ein Frosch-BGE kommt, bin ich auch gar nicht so geil gerüstet, muss ich sagen. Na, wir schaffen es gerade wirklich nebenbei, meine nächste Karte zu bauen, ne? Schon vielfach. Sehr schön. Wird, Leute, es wird. Dann können wir den nochmal ins Deck nehmen. Diese kranke Sau. Einfach mal 16 Attack, wenn links und rechts ein Goblin eine Chaoskarte liegt. Das finde ich epic. Einsam Verzögerung. Das sind 32 Schaden. Plus die Blitze, was auch nochmal. Alter. Hey Flo. Ja, Rote Auge ist immer ein Glücksbild. Das wissen wir ja schon. Das ist ein riesen Glücksbild. Was sind denn diese Fläschchen eigentlich? Wie sehen die aus? Da! Consume to get a choice of... Sieht echt cool aus. Ich finde die Idee auch gut. Aber wie ihr wisst, ne? Was nehme ich? Brain Souls. Ich will endlich mal die 1000 haben. Ember Souls habe ich wirklich drauf verzichtet. Hat auch keine Lust gehabt. Auch nicht schlecht. Was war, weiß noch jemand, was wir letztens geschafft haben? Haben wir letztens 136 oder 137 geschafft? Oder irgend sowas, glaube ich, am Schluss. Ne? Irgendwie sowas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es diesmal auch schaffen. Es fühlt sich ziemlich schwer an. Jetzt schon. Mal sehen. Wo sind wir eigentlich? Oh, wir sind Platz 24. Wenn wir jetzt das Event enden würde, kriegen wir sogar eine Rune. Plus 8 Leben für einen Goblin ist halt schon der Hammer. Einen Doppelschlag-Goblin 8 Leben geben, so wie Petrayal zum Beispiel. Wahnsinn. Obwohl Petrayal will ich eher bei den Engeln machen. Schnupsi! 135? Ich dachte, im Video war es ein bisschen weiter. Also nicht im Stream, sondern im Video danach dann. Am Montag. Muss ich mal nachgucken. Aber Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, jetzt sind wir so schön bei der 100er Zahl. Machen wir eine ganz kurze Pause. Ich gehe noch was trinken und komme gleich wieder. Die.
So Leute, was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Bitte um etwas Geduld. Ist schon mal auf Kampf? Aber ich habe mir auch gerade Kekse geholt. Ich will unbedingt einen Keks, hey. 64 Leben, noch immer gleich. Abschiff 7, am mächtigen 8 Schild. Aber das sind ja noch nicht die gegnerischen Helden, vor denen wir Angst haben müssen, sondern die kommen erst. Die kommen erst. Oh, schön Schaden gemacht. Und das Versengen dank ihm jetzt auch noch. Das kommt noch dazu, zu seinen geilen Blitzen. Der jetzt auch noch Versengen 4 drauf. Das ist schon geil. Stimmt, die rote Schrift kannst du streamen gar nicht. Ja, wieder easy. Ich habe erst vor dem Helden dann Angst bei 120. Hm, Köpfe. Naja. Der Seafolk BGE war irgendwie schlecht, nämlich. Denn es war ein Grund, dass sehr viele Spieler aufgehört haben. Er war zu mächtig, der Seafolk BGE. Und letztens, als Xophos kam, haben leider auch viele aufgehört. Engel-BGE war geil. Was mich am Goblin-BGE halt stört, ich bin ja viele das gleiche Deck. Deswegen will ich auch schon das Deck umbauen, weil es nervt mich nur mehr. Denn, das heißt nämlich, es ist alles nur mehr Glückssache. Wer zieht zuerst die Karten, damit er gewinnt. Ne? Und mit nur drei Karten auf der Hand ist das so nervig. Ich würde mir so wünschen von Spellstone, dass man 4 oder 5 Karten auf der Hand hat, wenn man eine Strategie reinbringen kann. Weil so ist es halt echt nur Glück, ne? Zum Anfang scheiß Karten ziehst, hast du schon verloren. Im schnellen BG, so wie im Goblin BG. Scheiß Anflug. Na, ich glaube, das Deck umbauen war eine geile Idee. Ist eine super Karte. Wie lange streamen wir schon? Ja, seit 14 Uhr, habe ich doch gesagt. Free to play. Kann man noch machen. Wie ist Schilling? Ich habe sie bei Schilling gesehen, ne? Bei Spiele drin. Der ist free to play. Und hat einfach mal. Er ist einfach Platin Liga 2. Das ist schon krass. Oh, ein Oni, der tut weh. Wenn er drankommt. Es ist Versengen. Ich liebe gerade dieses Versengen. Vor allem bei Doppelschlagkarten. Ich hab den Helden so hart unterschätzt. Oh, eine. Ja, die sieht man gut. Die. Ich wollte schon Cyan sagen, Cyan. Englisch. Türkis sieht man sehr gut. Jetzt sind wir gleich bei 105. Was, mit was starten ist immer schwierig. Mit was starten? Sehr schön, Ronin. Sehr schön. Ich liebe es. Wenn ein Plan aufgeht, ne? Nice, Rotauge. Nice. Du spielst zwar schon länger als Chili. Auch eine Idee, Jonas. Nur wenn ich spiele, ändert das nichts. Ich bekomme trotzdem immer Dire Titans weiter. Das ist das erste Mal jetzt, seit wir das Deck spielen, dass ich ihn auf der Hand habe. Zu Beginn. Klar. Ich soll aufhören, Kekse zu essen. Sorry.
Scheiße. Also an dieser Karte, die so geil finde, ist erstarren jede 2. Einfach mal jede 2. Und die sind auch nicht schlecht. Eine Cheat-Karte. Vergeltung 8 tut weh, verhexen alle 4 tut verdammt weh. Er spielt Xophros? Wenn man jetzt verhexen alle 4 und dann nochmal... Hoppla. Und dann nochmal zweimal verhexen, wenn er eine Blitzkarte hat. Eieiei. Ja, Jonas, das meine ich ja. Deswegen finde ich es so scheiße, dass man nur mit... um 3 Karten startet. Statt mit... 4 oder 5 zu Beginn. Xophros lebt noch immer, ne? Aber er ist hart versenkt, ne? Wie gesagt, ich liebe den Skill. Und soll ich eigentlich die Geschwindigkeit mal 3 lassen oder auf mal 2 runtergehen? Ich weiß nicht, ob es euch zu schnell ist. Oder ob es dann zu langweilig ist, wenn es so, wenn's zu langsam geht, sozusagen. Ach, ich liebe dieses Blitzdeck. Ich liebe dieses Blitzdeck gerade. Ist okay. Okay. Passt, lass mal 3. Leute, wir fangen nur, ne? Falls euch zu schnell ist. Ich will eigentlich direkt jetzt schon mit Azariel reinknallen. Mit 3. Was ist der mit Unsichtbarkeit? Nö. Dann wird es gleich ziemlich wehtun für ihn. Bei 0,5. Alter. Die Kombi, ne? Verhexen alle 4 plus Blitz alle 5. Das ist halt ein Traum. Ein Traum. Also wenn es so bleibt. Ich wünschte mir, es bleibt so, das Event. Da würde ich easy durch drauf rushen. Aber ich weiß, dass bei 120. Da wird so ein Riegel vorgeschoben mit so BAM. Jetzt viel Spaß. Warum macht heute das? Aha, die Skillers. Aha, das meinst du. Und jetzt den noch? Wir blitzen ihn zu Tode. Nice. Nice. Was ist denn das? Ja, den kenne ich gar nicht. Vergeltung 8, Schild alle Frosch 5. Das ist krass. Schwächen alle 3. Wo? Sieht auch cool aus, das Loch da. Mother of the Universe. Die Mutter des Universums ist ein Frosch. Ich wusste es. Echt. Und wieder gewonnen. Weiter geht's. Also das Deck ist bei weitem besser als das vorige Goblin-Deck. Wie haben wir denn eigentlich noch? Wo sieht man die? 3. Ja, genau. Ja, macht leider viele. Hä? Doch gedrückt? Was? Genommen? Erste epische. Woo! Oh, die ist auch geil. Die ist auch geil. Wir gehen auf Blitz, auf den. Oh fuck, der will uns jetzt hart Schaden machen. Durchbohren 10 und Berserk 5 mit einer Verzögerung. Au! Wow, 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 ganz ruhig, hey. Ah, fuck, er kriegt, ja, kriegt ihn da. Ah, scheiße, Tiamat. Er spielt die auch, das ist unfair. Wisely, danke fürs Folgen. 160 schon, nice. Könnte auch schon freischalten, dass man mir subscriben kann, aber ich habe es noch gelassen. Gleich wie die Werbung auf YouTube. Ich habe noch nichts in Bezug auf Geld irgendwie angenommen. Freizuschalten. Nö, leider schnupst du es anscheinend. Es ist anscheinend einfach mal ein Frosch. it's Severin. Okay. Oh, das ist ein Scheißstart. Das ist ein Scheißstart. Echt? Ich habe meinen Energietrank benutzt. Hoppla. Oh nein. Ich muss jetzt da draußen jemand Rasen mähen. Ah, kurz Moment, ich mache das Fenster zu.
Wieder da. Was ist draußen auch so laut? Ach, leck mich doch. Muss jemand jetzt rasen, wenn um die Uhrzeit? Nee, Jonas, das wäre geil. Das wär geil. Kann es sein, dass ich noch immer zu wenig verhext in meinem Deck habe? Was meint denn ihr? Es sieht so aus, ne? Nicht zu wenig verhext. Ja, Diana, ich weiß, aber ich höre es verdammt laut. 110 sind wir schon. Kriegen wir da was? Yay! Yay! Oh, jetzt sehen wir uns das gleich mal an. Das sehen wir uns jetzt gleich mal an. Na, ja, stimmt, ich habe meine Gitarre benutzt. da. Ah, das ist ja cool. Das ist voll schön gemacht sogar. Nice. Natürlich nehme ich die Brain Souls, ist doch klar. Wunderschön. Brain Souls, ja, einmal her damit. Brain Souls, ja, nicht verklicken hier. Aber oh, das finde ich cool, dass ich aussuchen kann. Das ist echt eine geile Idee. Sind wir bei 507 von 1000 schon. Nice. Nice. Der Vater ist ein Hase, das kann auch sein. Ziemlich geil. Aber wir können jetzt noch keinen Legend. Oh, wir können ein Legend Packet craften. Haben wir ja auch gleich. Wir sind hier im Stream. Wir können ja alles machen. Feuerhorn. Nice. Nice. Feuerhorn. Moment mal. Viermal habe ich ihn verdampft. Das ist jetzt das fünfte Mal. Ah, ich dachte, ich habe ihn jetzt viermal erst. Okay. Ich bin auch jetzt ehrlich gesagt noch kein Feuerhorn-Fan. Sorry. Maus muss auch rasen, Mensch, scheiße, ne? Das Einzige, was ich heute noch machen muss, ist verdammt nochmal zu grillen. Oh ja. Jetzt lass hier. Auch immer nicht voll. Ah, eine Stufe fehlt noch. Eine Stufe noch. Kann ein Stack. Eine Stufe noch und der kommt ins Deck. Nice. Und das alles nebenbei. Dungeon Event. Das ist nice. Ah, jetzt ist runtergefallen. Awesome. Wie siehst du aus? Heilen alle Leere. Nur immer gleich. Okay. Nicht so ein geiler Start. Er ist auch cool. Ah, der wird wehtun. Der wird wehtun. Der wird leider wehtun. Boah, er hat ihn auch stärker. 3 und 5. Ohoho. Na, ist doch nicht stärker. Ist doch geil. Oh, selbstgemachte Börse vom Krieg. Das ist auch geil. Haben wir letztens auch gemacht. 12-mal Arschgeneral. Ja, das ist auch richtig. 12-mal Arschgeneral. Ich mache mir trotzdem schon Sorgen um den 120er Dungeon. Wir sind bei 111. Ich mache mir echt Sorgen bei 120. Ich bin auch immer so unschlüssig, was ich am Anfang spielen soll. Ich sollte mal ein bisschen langsamer mit. Ich sollte öfter Solo einsetzen, glaube ich. Null Verzögerung, die Karte ist so geil. Hat zwar nur einen Attack zu Beginn, also wenn ihr gegen Samael spielt als Helden, habt ihr schon angeschissen, weil dann kann er nichts machen. Aber sonst ist die Karte mega geil. Uhr schon grillen? Oder oh, stirbst du doch, oder? Ja, Schnups. Ist mir auch aufgefallen. Oh, nice, coole Karte. Und verdammt. Jetzt, wo du sagst, ne? Jetzt, wo du sagst. Jetzt, Hocks. Jetzt, wo du sagst. Ich erkenne Muster. Wie geil. Sie hat durchbohren, ja, aber er hat nur einen Attack. Achso, so meinst du, er hat genug durchbohren. Ja, passt. Ja. Stimmt, hast recht. Könnte gehen. Könnte gehen, hast du recht. Und dann Berserk 4. Also wie gesagt, ich finde die Karte geil. Es gibt ja auch nur
zwei Nullerverzögerungskarten? Meinst du zwei? Der eine Untote und den Goblin kenne ich. Ich kenne sonst keine. Vielleicht kann auch mehr geben, aber ich kenne jetzt nur die zwei erstmal. Richtig, daher. Richtig. Der permanente Staubmangel. Ah, fuck. Ah, ich habe zu schnell gespielt. Ich habe zu schnell gespielt. Hexen warten. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Wenn ich jetzt verliere, bin ich selber schuld. Ja, das werden wir verlieren. Ich bin selber schuld. Ich wollte zu schnell die Karten. Zu schnelle Karten spielen. Ja. Nö. Nicht mehr ein Stern? Oh, das ist mies. Oh, fuck. Oh, das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Leute. Ich wollte bloß nicht zu viel im Leben. Oh, zwei eingefroren. Das tut weh. Geht immer, Zox, geht immer gut. Oh, der Goblin ist auch geil. Der ist aber vor allem gut im Seafolk BGE mit seiner hohen Angriff und Durchbohren. Oh Mann, das nervt mich trotzdem. Ich bin selber schuld, dass ich verloren habe. Ich bin einfach nur selber schuld. Es lag nicht an den Karten, es lag an mir. Ich habe sie falsch gespielt. Ah, das tut weh. Das tut weh. Und selber schuld ist, tut immer weh. Bisschen verhexen. Nur zu meiner Frage, habe ich jetzt zu wenig verhexen im Deck? Was meint ihr? Was meint ihr? Habe ich zu wenig verhexen? Frisst natürlich die Karte ein, die sowieso stirbt. Das ist natürlich die beste Idee ever. Diese Blitze, wie ich sie liebe. Mit auf 16 Attack der Guy da hinten. Er ist ein Wahnsinn. Bam, bam. Alter, eine Epic. Ist eigentlich dumm, die Quad. Was du Quad mit welchem Volk? Bei Seafolk kannst du es auch vergessen, Rotauge. Bei Seafolk haben alle so viel Schild. Bei uns ist auch arschheiß, ja? Auch so viele Grad. Aber ich bin ja nicht draußen. Ich bin ja nicht irre. Da, die Karte meine ich. Die könnte man locker jetzt da bei Insekten noch Mech hinten dranhängen und fertig. Man muss ja nicht neue Karten schaffen. Also die alten Karten anpassen. Oh, fuck. Oh, er lebt noch. Okay. Okay, Paradies, wie du meinst. Okay. Und bis jetzt läuft es ja eh noch gut. Bis jetzt läuft es ja eh noch gut. Das ist Versengen. Das ist verdammt laut im Ohr, das Versengen, muss ich sagen. Aber es ist echt geil. Der Held ist. Also ich finde ihn jetzt wirklich am besten. Ich kann mir nicht helfen, ich finde ihn am besten. Nice, Matze, nice. Die Wehrhasen gehen natürlich wieder mal hart ab, das war eh klar, ne? Das ist eh klar. Okay, lustiger Start. Fuck, fuck, fuck. Kannst du 4, das geht nicht. Mitten ins Gesicht schon mal hart schaden. Aber wir wurden genallt. Also auch egal. Sehr schön. Nochmal Tiamat. Ich liebe Tiamat. Echt. Ja, Darkest, ich vergesse es immer. Ich lese immer den Namen vorne. Hinten steht eh Darkest. Ich sehe es eh, aber ja. Kennst mich da. 54 Wehrmörchen gehen die mir hier in den harten Dungeon. Nice. Sind es bei 115 und es wird nicht leicht. Huh? Ah, wir sind besser 5, ne? Das ist so krass. Das war der, okay. Wir haben sicher noch nicht alle Cheat-Karten und so weiter gesehen. Das heißt, das wird, ich sag, da spiel ich jetzt gerade wieder hart anziehen. War jetzt nicht, war nicht der auch schon im letzten Dungeon
dabei? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, der war auch schon dabei im letzten Dungeon. Dark ist der Typ mit dem coolsten Profilbild in Band. Nice, eingefroren immerhin. Wieder eingefroren, sehr schön. So wird man sie auch los mit der Zeit. Oh, das ist auch eine super Karte. Aber lebt mit 2 Leben, das ist jetzt kacke. Yes! Ah, wieder gewonnen. Sind wir schon bald bei der Grenze, wo ich Angst habe? Ja, bald. Oh, ich muss schon Angst haben. Da ist er. Da ist er. Die Obersau. Seht ihr den ersten Skill? Das ist das Problem. Von Enrage ist gar nicht zu sprechen. Von Verhexen und so weiter. Also, ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Oh, seht euch an, diese Karte. Das wird jetzt weh und das wird so. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Hey, Su. Oh, zum Glück eingefroren. Weil der Schaden ist schon plus 10. Durch Berserk und durch Enrage. Durch Enrage. Fuck, und auch so schnelle Karten. No. Und er stirbt nicht, der erste. Nein, mit Unsichtbarkeit. Oh, wir haben ihn versenkt, zum Glück. Oh Gott, der Dungeon wird hart. Mit einem Leben überlebt! Oh, du Schwein. Okay, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Und es ist, dass er allen Vergeltung 6 gibt, das ist einfach der Horror. So, wir haben schon Refills gekauft, sonst wären wir nicht bei 118. Wir haben schon. Danke. Jetzt haben wir einen normalen Champion zum Glück. Aber einen blöden Start, muss ich sagen. Einen blöden Start. Wird auch nicht besser. Eingefroren. Oh, er spielt so langsame Karten plötzlich. Oh, das ist aber gut, dass er so eine hohe Panzerung hat. Kannst die Vergeltung nichts tun. Das ist schön. Das ist schön. Aber ich glaube, ich habe schon wieder zu schnelle Karten gespielt. Ich hätte Solaron legen sollen zum Beispiel schon mal. Das war dumm. Ich spiele oft einfach die schnellen Karten und das ist nicht immer die beste Idee. Und ja, der Frosch war letztens auch dabei. Du hast recht zu, du siehst den spannendsten Teil. Das ist richtig. Eventuell Skiller oder so. Skiller. Ja, der Vergeltung 25 hält ist auch fies. Wir nähern uns der 120. Ah, oh, und da ist er schon wieder. Oh, ich kann ihn jetzt schon nicht mehr sehen. Ich habe diese 92 Leben dazu noch. Void Shadow. Oh, ein scheiß Start. Doppelschlag ist der Tod, eigentlich. Das Doppelschlag ist jetzt nicht gut. Boah, fuck, so da noch die Karte hier. Ne, ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das ist noch lange nicht gewonnen. Boah, diese Vergeltung, das war Vergeltung 14. Oh, der ist cool, Frosch BG, den mag ich sehr. Den mag ich sehr, mit Imbus Frosch 5 und Berserk 4, geile Karte. Heißt eh, Single Ball. Hm. Na, schnupst das auch. Ah, der ist ein Held, ne? Ich bin gerade nicht sicher, ob ich den jetzt nochmal reinnehmen soll ins Deck. Noch eine Doppelschlagkarte. Wir sind bei 120. Was? Ich
will einen Keks. Ich will einen Keks. Und Keks, danke. Komm, ich will Legendcraft. Legendpaket machen. 880. Nee. Nee. Na, wie sieht's denn aus? Milestones. 125 noch. Sehr schön. Und dann bei 130 erst wieder. Okay. Jetzt wird's spannend, Leute. Ist er noch immer gleich? Ist er noch immer gleich? Ist die erste Frage. Hallo? Ja, ist noch immer. Ich fahr mit ihm. Dann ihm. Wir sind zuerst dran. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir schneller sind. Alter, der Damage! Wow, wenn man einem Leben überlebt. Viel Luck muss man haben. Hey, Dampflok. Ronin bringt halt so weit hinten nichts mehr. Oh, sehr schön. Wenn wir die Karten, wenn wir es schaffen, die Karten tot zu blitzen, bevor unsere Karten angreifen, ist das mega. Dann haben wir kein Problem mit dieser dummen Vergeltung. Ah, er hat angegriffen. Ein Leben. Puff. 121 sind wir gerade. Oh, ich bin so hart im Überlegen, was ich hier spielen soll. Oh, 14. Aua. Aber das Gute ist, wir haben jetzt ein bisschen Schutz wegen Solaron mit Schild alle 5 vor der Vergeltung, ein bisschen Schutz. Das uns aber noch lange nicht den Arsch rettet. Denn Solaron wird auch nicht mal lange leben. Solaron ist jetzt tot, okay. Fuck. Wir kriegen die erste Karte nicht down und nicht eingefroren. Fuck. Aber dieser Schaden ist immens durch diese Enrage und Vergeltung. Ah, fuck. Das ist, fühlt sich hier an, als würde man das nicht. Und schon wieder tot. Leck mich am Arsch. Ich muss den spielen. Ja, Jonas, schon klar, dann kommen alle gleichzeitig dran, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss auf seine Karten nochmal achten. Sind hier bereits nämlich in der Oberliga 122. Oh fuck. Oh fuck. Ich glaube, ich habe zu schnelle Karten am Anfang gehabt. Ich habe zu schnelle Karten gehabt. Ja, das ist unser Tod. Ich hatte zu schnelle Karte. Der hält hier, der macht mir sogar mehr Sorgen, muss ich sagen. Ah, ich habe das Spiel ausgegeben. Der macht mir sogar mehr Sorgen. Ja. Und noch nicht mal ein Stern, das ist nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht richtig schlecht aus. Er hat so viele Einserkarten und die sind halt verdammt stark durch die ganzen Buffs. Aber wir kriegen nicht mal einen Stern, hey, was soll denn das? Das ist fies. Das ist fies. Und wieder zurück runter. Wunderschön. Ach man. Das ist das zweite Mal schon, ne? Oh nein, jetzt gehen ihn auch noch. So, mal überlegen. Sie sterben halt, wir fliegen weg. Sie sterben, wir fliegen weg durch diese Vergeltung. Und der überlebt auch noch wegen Unsichtbarkeit. Ach komm. Was ist denn das? Die haben alle attackt, ne? Alter. Und diese verhexen alle 4, ne? Ich komm zu nichts. Du sagst es so leicht, Diana, du sagst es. Ah, diese Vergeltung! Diese Vergeltung. Ich bräuchte Solaron viel früher.
Solarum brauche ich ja früh. Und der hat so viel verhext. Da ist schon wieder verhexen alle. Plus er verhexen alle. Er verhext uns zu Tode. Ja, ja, ja. Chi-Chi. Chi-Chi. Aber wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern. Nichts passiert. Und sogar zwei Sterne. Nichts passiert. Ah, oh, das tut weh. Das tut weh. Ich sag's doch, diesmal ist viel schwerer als letztens. Diesmal ist viel schwerer. Ich sag's doch. Weil man den Doppelschlag hat. Ist jetzt ziemlich scheiße. Sollte wahrscheinlich wirklich viel ändern. Das Deck nochmal umbauen. Oh, 24 Schaden. Der 1er Verzögerungskarte. Der 1er. Also ist zu viel des Guten, Leute. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Na, hä, ist das bei der Maus? Ah, mein. Ich glaube, wir sollten nochmal das Ding. Ich ein Problem mit dieser Vergeltung. Ein Problem mit dieser Vergeltung. Fuck. Nein. Komm. Warte, hey, also, den kennen wir noch gar nicht hier. In dem Event haben wir noch nicht gesehen. Ermächtigen alle leere 3, eine Verzögerung, 27 Leben. Und der Stand. Ja, danke. Und ich weiß schon, dass sie das schwer machen müssen, alles, ne? Was sind wir dreimal so? Sind wir dreimal so? Stressig. Muss man sich konzentrieren hier. Mit Solaron starten ist aber auch scheiße, oder? 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 Wir haben noch nie mit Solaron gestartet. Erst Versuch. Solaron starten. Erst Versuch. Na komm, er hat immer eine Antwort, ne? Solaron lebt natürlich. Ja, gibt uns Schild. Also, was er mal den Arsch gerettet hat. Ja, Solaron Start ist gut, ist gut. Ja, ist. Ja, ja, ja. Oh Gott, da ist lange Nachricht, ne? Auch nee, dieser Dark ist auch nicht. Hey Razor, du lebst auch noch. Eine Stunde zu spät, schäm dich. Ne, Spaß. Ja, diesen anderen habe ich auch schon gedacht, ob ich den mit Ermächtigen alle Goblins reinnehme. Kann mal kurz zeigen, was Dark ist meint. Den hier, der wäre auch nicht schlecht, wegen seiner Panzerung zum Beispiel, und hat auch ermächtigen alle. Aber der hier, das ist der fragwürdigste Goblin, den ich habe. Er hat 3 Verzögerungen, ist lange, aber er hat auch 40 Leben. Hat 11 Attack, ermächtigen alle Goblin 5 und bei 6, 6. Der KDB ist so unschlüssig. Hochzeitstag, war schön, schön, schön. Schön, schön. Na, aber ich weiß nicht, viel Gold. Moment. Kurze Goldpause. Das ist echt schwer. Sollte man sein Deck jetzt langsamer machen im Dungeon?
Reicht noch immer nicht der Staub. Reicht noch immer nicht. Nice. Ja, reicht noch immer nicht, um eine Karte vielleicht zu bauen. Ich krieg keinen Lohn. Sollen wir die Dame hier mit einfrieren und Unsichtbarkeit? Frier mal den. Moment mal, jetzt sehe ich es erst. Jetzt sehe ich das erst. Ach du Scheiße. Wow. Wow. Der hat den Goblin Boost, ne? Die neuen Schaden Kanonen werfen und nochmal Barrage 9 und abschöpfen. Wow. 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 What the fuck? Wo kommt die Karte her? Wo kommt die fucking Karte gerade her? Alter. Ha, ha, ha. Die blitzt noch in unserem Zug weiter. What the fuck ist das denn? Alter, die blitzt uns zu Tode. Ne, kann's knicken. Was ist denn das, bitte? Was war denn das? Was ist das für eine Karte? Hä? Man kann alles im Leben übertreiben, ne? Mit 6 doch schon weg. What the fuck war das denn? Aber lebt wieder, ne? Das ist ein bisschen übertrieben hart, da ja. Ein bisschen übertrieben hart, finde ich. Das ist die gleiche Rune in Solarun wie ich. Panzerung plus 1. Ich habe auch nichts Besseres. Alter, der Dungeon ist härter, als ich gedacht hatte. Wir starten richtig. Ob das reicht? Ah, er hat eine Nullerverzögerung. Legion Leere und Inbrunst Leere. Hä? Sauft ihr? Sauft ihr, Hartentwickler? Die saufen doch, oder? Die saufen doch, oder? Willst du mich verarschen? Hey, wir werden uns durchlacken müssen bis 130. Wenn wir uns irgendwie durchlacken müssen, sind wir schon runtergefallen. Alter. Die wollen mich gerade echt... Ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber eigentlich schon. Die wollen mich gerade echt ficken, ne? Ernsthaft? Was soll denn das? Und da ist er schon wieder. Alter. Wir sind so im Arsch. Wir sind so im Arsch. Ich muss mal kurz ansehen, wie das aussieht. Die Bomben sind geil. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Moment, sie ist ja noch nicht. Nein, sie macht es nicht noch. Ah, sie macht es nicht noch. Sondern direkt zum anderen. Jetzt fallen wir schon wieder runter wegen dieser Karte. Hä? Hä? Okay, Deck umbauen. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Ich habe keine Ahnung gerade. Okay, wir sind nicht runtergefallen. Wenn wir runterfallen, bauen wir um. Wenn wir runterfallen, bauen wir um. Weil, Leute, das Video könnt ihr am Abend dann fertig ansehen, zum Beispiel. Echt was überlegen, ich bin gerade da. Ach Gott, so schwer, 130. Puff. Jetzt kommt der, den habe ich ja letztens schon so gehasst.
Aber damals war es noch nicht so ein Problem, denn die Drachen haben sich ja geheilt. Im Stream Darkest soll ich dann Deck ansehen oder danach? Ja? Oder wie meinst du jetzt? Chuchu. Na, Darkest, wir können schon mal reingucken. Oh, wenn ich hier gerade nicht ablosen will. Jetzt überlebt er mit einem Leben schon wieder und ich krieg den scheiß Ding ab. Den scheiß Vergeltung. Ich bin nebenbei schon richtig überlegen, was für ein Deck wir bauen sollen. Nebenbei schon. Das funktioniert ja oft, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn es dann zwischendurch passiert, dass wir 0 Sterne kriegen. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz bei Darkest rein. Einfach so. Okay, du hast das Gleichgewicht, das Gleichgewicht, das Gleichgewicht. Onis hast du drin. Onis. Ja, witzig, ne? Die Karte hätte ich so gern. Ich habe sogar die Rune für sie. Vulkanus, ja, auch geil. Aber fehlt mir noch Staub. Vulkanus fehlt mir Staub. Hm. Zweimal Asariel. Ich habe halt statt zweimal Asariel, habe ich halt Tiamat drin. Aber Oni wegen Asariel. Das ist auch ein Engel, ne? Ja. 1, 2, 3 Engel. 4, 5, 6 Engel. Sichu, meinst du, geht auch? Wäre eine Idee, ne? Sichu. Sichu. Langsam mehr. Langsam mehr. Statt du hast ja zweimal Sarin, ich habe Sarin und zweimal Tiamat. Sind nämlich auch zweimal drin da oben. Sind nämlich auch. Hm. Vulkanus, wie gesagt, leider nicht aufgewertet. Ich habe keine Rune. Man könnte auch so ein bisschen rumspielen, aber ich habe zu wenig Wildkarten. Sichu. Sichu. Könnte eine Idee sein. Auf was soll ich ein Siege rausnehmen? Also was soll ich rausnehmen für Siege? Echt schwer. Ich hätte gern noch mehr Blitz, um ehrlich zu sein. Ach komm, jetzt die Karte gehen bitte mit ermächtigen alle Chaos. Aber ich habe leider nur Wild. Also, wenn ich die hätte, meine ich. Ronin könnte zum Beispiel raus. Oder dann fehlt mir wieder eine Chaos. Okay, dann könnte gehen. Ronin raus. Ronin raus. Wie viele Drachen haben wir drin? Du bist Drachen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Drachen. 5 Drachen gefällt mir. Denn das ist eine meiner Lieblingsdrachenkarten. Ich wünschte, ich hätte den schon fertig, aber ich habe ihn nur einmal. Grimhound, was? Samael. Samael Panzerung. Samael. Aber das bringt mir leider in die Vergeltung, halt bringt es mir gar nichts. In die Vergeltung bringt es mir gar nichts. Aber wir könnten doch extrem langsam werden und so anfangen, ne? Und dem. Da, ich wünschte, ich hätte ihn schon fertig gebaut. Aber es fehlt immer ein Staub, es fehlt immer ein Staub. Der hat nur Vergeltung 8, das zerstört nichts. Der ist viel zu langsam, um mal zu blitzen, glaube ich. Ich glaube, der kommt nicht dran, oder? Was meint ihr? Ich glaube, der kommt nicht dran. Hm.
Elysea teilen alle, ja. Ja. Aber. Da fehlt mir noch eine Stufe bei ihr, glaube ich. Ja, letzte Upgrade fehlt mir hier noch, damit sie heilen alle zwei hat. Heilen hätte aber auch eher. Sollen wir ihn mal. Ich finde den anderen zwar besser, aber. Hat er nicht noch mehr heilen? Der hat nur Panzer. Abschöpfen. Wird nicht reichen, das Abschöpfen. Ja, Elise, wie gesagt, fehlt noch eine Stufe. So viel Staub habe ich nicht. So viel Staub habe ich. Die Zeit vergeht schon 3:30, ey. Also, jetzt machen wir noch einen Versuch und dann gehe ich noch schnell was trinken. Ich starte aber wieder mit Solaron. Ich finde das nicht schlecht. Und er kommt mit der Null-Verzögerungskarte. War doch klar. Aber. Er hat ein Problem. Er kommt nicht durch die Solaron-Panzerung. Ha! Ah, oh, jetzt kommt er mit einem Schaden durch. Natürlich. Oh, ich sehe was. Wir werden tot geblitzt. Wir werden jetzt tot geblitzt, da Solaron eingefroren ist und wir jetzt keinen Schild haben. Aber oh, wir haben es überlebt. Okay. Trotzdem scheiße. Solaron, schild mich endlich. Wir brauchen dich. Ja, der Schaden reicht nicht, wenn nur ein Drache neben liegt. Aber es ist noch nicht mal irgendwas gestorben. Man könnte natürlich auch Oni versuchen statt meinem hier, aber der hat keinen Blitz, der andere. Also der hat einen Blitz und ohne nicht. Nein, ich finde den schon besser. Ja, und vor allem der lebt noch immer, ne? Der ist nicht drauf gegangen, gar nichts. Weil wir noch ständig heilen um 3, dank des Helden. Nice. Ich bin eigentlich Platz 15 sind wir schon, wenn wir so viele Refills benutzt haben. 137 Jens, nice, 3 Stufen noch. 3 Stufen noch. Oh nein, mein Chat hat sich aufgehängt. Ah! Muss ich im Stream rumgehen. Ohne halt abschöpfen, ja, ohne abschöpfen. Aber Blitz ist halt auch geil, ne? Moment, ich muss in den Chat neu reingehen. Hat sich abgehängt. So. Aber eins versuchen wir noch. Dann gehe ich was trinken. der Start gefällt mir null. Null. Die haben jetzt instant getötet. Hat du gesehen? Die ist instant in Rauch aufgegangen. War das nicht schön? War das nicht gerade wunderschön? Ich find's schön. Karl ist auch so geil. Die ist so geil. Ich wünschte, ich hätte die Box damals gekauft. Alter, diese vielen Goblin-Bomben. Eins noch. Neuer. Imbio alle Leere Berserk und verbessern Berserk. Der erste hat also sofort Berserk 8. Und eben alle geheilt um 7. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Das ist scheiße. Sind wir schon tot wieder? Nein, er friert genau den ein. Das Berserk. Oh Gott, das ist Berserk.
Na toll, es ist der eine Drache gestorben. Das war so geil von ihm, das genau den richtigen einfrieren. Seht euch diese Schaden an! Diese Zahlen! Wie viel Berserk die schon haben? Die töten uns jetzt alles One-Hit. What the fuck? Das ist doch lächerlich langsam. Imbue alle Berserk 4 und dann verbessern auch noch und heilen um 7. Was ist denn los zur Zeit ins Beste? Alter! Jetzt geh erst recht was trinken. Meine Fresse! Ich reg mich heute diesmal wirklich auf in dem Dungeon, muss ich schon sagen. Also so übertriebene Karten, ne? Puh! Der Drachen war ja schon hart, da sind wir weitergekommen. Aber das hier, ne? Vor allem, sie wissen genau, es haben alle die Box gekauft für Doppelstark-Goblins. Und dann geben sie uns einen Dungeon mit sehr viel Vergeltung. Das ist schon gemein. Das ist schon gemein. Das erinnert mich schon langsam an Xophos zurück. Aber Leute, ich komme gleich hier wieder.
Ich bin gemutet, ich voll depp, rennt die ganze Zeit. Meine Fresse. Was habe ich gesagt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ja, stimme schon, ja. Ist schön die Ausreden noch, ne? Eigentlich wollte ich nur sagen, jetzt kommt der nochmal! Jetzt haben wir ihn einmal besiegt und der kommt nochmal. Hauptsächlich habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Schuss ins Bein für jeden, der die Kiste gekauft hat, die erste Goblin-Kiste, mit den Doppelschlagkarten. Und dann hier ins Event reingeht und sich denkt, easy, und dann bam, tot. Ein Schuss ins Bein. Und die Null-Verzögerungskarte. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Was ich gesagt habe, was eigentlich wichtig ist. Es ist Samstag 15.30 Uhr. Und ich habe bis fucking Montagabend Zeit, die 140 zu schaffen. Das sind doch mal geile Aussichten. Das darf man nicht vergessen. Also, das sind noch so unzählige Versuche, das zu schaffen. Er spielt da gerade zweimal? Also Leute, wenn ich es heute nicht schaffe, die 140 oder 130, ich habe Zeit bis Montagabend. Das ist eine richtig geile... Richtig geil, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gerade sehr. Das ist die normale Version jetzt. Ich spiele die normale Version. Will er mich verwirren? Das ist die Verwirrtaktik. Ne? Ach komm! Ach komm! Leck mich langsam, echt! Nicht nur die Konzentration geht runter mit der Zeit, sondern auch der Frust geht hoch, muss ich sagen. Der Frust geht sehr hoch. So. Jetzt ist die Frage wieder. Ich glaube, ich nehme diesen. Ach, der überlebt natürlich. Das Problem ist, dass der Schild alle vier hat. Was mein Deck wieder zunichte macht. Ach komm! Man, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten. Ich kann doch nicht mein Deck auf alles auslegen, was passieren könnte. Ach komm, Entwickler, das ist mir richtig übertrieben. Man kann sich auf nichts einstellen. Macht man ein Blitzdeck? Das ist wieder für den Arsch. Dann macht man das, dann ist das wieder für den Arsch. Dann musst du morgen wieder streamen. So siehst du das. Oh nein! Ach komm! Ich hab keinen Bock mehr, hey! Seht euch das Scheiß doch mal an! Das ist doch nicht mal lustig! Oder? Es ist doch nicht normal mehr! Verliere ich schon wieder! Also die 5 Energie spielen wir noch weg. Drang setze ich jetzt keiner mehr ein. Heute nicht mehr. Der ist noch schlimmer. Der ist noch schlimmer. Ihr streamt geil, ne? Für den war mal zu schnell. Das ist mir gerade so nebenbei eingefallen, dass es eigentlich geil ist, dass ich euch noch bis Montagabend Zeit habe. Das sind arsch viele Versuche. Das ist mir gerade so nebenbei eingefallen. Nein! Falsche Karte gelegt. Nebenbei eingefallen. Er schon wieder, ne? Wenn ich ihn schon sehe.
Mein neuer Hass, Freund. Mein neuer Xophos. Ah, wunderschön. Pussy. Hallo, weiß ich noch nicht, denn ich würde heute, wie gesagt, gerne noch grillen. Und es sieht irgendwie ein bisschen, jetzt scheint keine Sonne mehr draußen. Ich habe Angst, dass es Regen kommt. Kann sein, dass man einfach. Ne, Razer, heute nicht mehr. Heute. Wetten der Einzelverzögerung. Ne, Nuller. Okay, true. Ne, Nuller. Und schon wieder, man weiß, zu Beginn hat man. Wo ist der Goblin mit den Barrage? Wo ist er denn? Ja, das geht's auch. Okay. Ah, könnte doch noch was werden. Nein, falsche Karte gelegt. Ach komm. Nee, ich merk's, ich bin schon unkonzentriert. Bin wirklich schon unkonzentriert. Ah, den wollte ich gar nicht. Ach komm, Stream. Steam fang ich durch. Egal, das ist gewonnen. Das ist wenigstens gewonnen. Das ist gewonnen. Kannst mich auf Arsch lecken, du bist nichts mehr. Und, wo ist das Knöpfchen? Da. Bam. Wir haben uns alle schon mal gegenseitig verhauen, irgendwie. Scheiße. Wunderschön gemacht. Wunderschön. Ja, das sieht doch ziemlich böse aus. Und GG. Fuck, wir haben die 130. Ich hab's gar nicht gecheckt, weil er da aufregt. 130, Leute. Und schön. Schön. Echt schön. Karte ist mich zweifach schon geil. Und wie gesagt, ich habe noch bis Montagabend Zeit, die 10 nächsten Stufen zu schaffen. Geil. Geil. Danke, Razer, danke, Rotauge. Danke, Diana, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es uns hochgekämpft. Danke Leute, danke, danke, danke. Die ist zweifach nämlich schon geil. Mit Verhexen alle drei bei nur zwei Verzögerung. Und Abschöpfen 8. Mega. Mega. Danke Leute, danke Leute. Ah, oh, noch ein legendäres Erzader. Sehr schön. Wo ist das legendäre Erzader? Da. Nein, Alter. Danke Leute. Das macht das alles so viel schöner. Das macht das alles so viel schöner. Und er ist auch fertig geworden durchs Event. Nice. Nice. Überleg nur gerade kurz, Moment. Kekse! Kekse! Ob ich jetzt einen von denen rausnehmen soll und dafür den nochmal rein. Das überlege ich gerade. Ich werde es erstmal machen und dann sehen, wie es so ist. Richtig, Rotauge. Wäre voll langweilig ohne euch. Wäre voll langweilig. Ja, gefällt mir fast noch besser. Ja, ja, ich werde es mal so lassen. Invisible Rune, oh Gott, schwer. Schwer. Hat er es übernommen? Ja, jetzt übernommen, perfekt. Mit dem Deck werde ich jetzt weiter versuchen, die 140 zu erreichen. Aber nicht mehr jetzt. Nicht mehr heute. Alles geht auf die Nerven. Fast 2 Stunden Dungeon machen ist schon ein bisschen hart. Ist schon ein bisschen hart. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben diese wunderschöne Karte. Dieses Elementar-Insekt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich es jetzt sofort ins Deck nehmen werde. Ich glaube nicht. Oh, danke, danke. Habe ich jetzt nicht.
Habe ich jetzt falsch gesehen? Habe ich jetzt falsch gesehen? Ich dachte, ich habe den richtigen erwischt. Da ist er. Ja. Hast du recht, habe ich verdrückt. Naja, er speichert es einfach. Leck. Jetzt? Na, jetzt hat er gespeichert. Danke, danke, das habe ich nicht gecheckt. Wie gesagt, ne, man merkt es. Ich gebe mir voll auf die Konzentration schon. Und danke für 12 neue Follower auf Twitch. Sieht ziemlich geil aus. 162. Läuft, Leute. Läuft. Und wie gesagt, den Stream werde ich jetzt dann gleich auf YouTube hochladen lassen. Das dauert aber. Also es dauert jetzt schon. Aber am Abend könnt ihr wahrscheinlich den Stream ansehen. Vor allem den verpasst haben und so weiter. Nein, Schnups, diese Karte verdampfe ich sogar mal nicht. Ein Wunder, ne? Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Die Karte verdampfe ich sogar mal wirklich nicht. 1000 Abonnenten Special? Ja, Razer. Danke, Jainzar. Jainzar. 162. Wunderschön. Wunderschön. Die Frage ist jetzt nämlich, was baue ich als nächstes? Das habe ich mich schon gefragt. Was baue ich jetzt? Das ist noch die große Frage. Was baue ich als nächstes? Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich, bevor wir den Stream beenden. Was bauen wir als nächstes? Könnte mir noch ein Tippchen geben. Ich bin ja dafür, dass ich den anfange zu machen. Nochmal. Das ist mein heißer Tipp, dass ich den baue. Danke, Lori. Ist halt echt nett. Nein, ich verdampfe ihn nicht. Infinity. Den kann ich noch bauen. Und ich könnte noch. Was ich auch sehr gern machen würde. Den hier. 8-mal rausholen, also noch 2-mal vierfach bauen. Wäre auch krass. Shattering Fire? Ja. Dune Hopper ist auch geil. Ach, bei sehr geil. Rot Goblin. 3, 4, Shattering Fire. Eine Legend aufrüsten kostet halt 2000 Staub und eine Epic 700. Das ist halt der Unterschied, aber Shattering Fire ist halt eine Hammerkarte. Hoppla, ist eine Hammerkarte halt. Ne? Ein Doppelschlag und ein Blitz. Habe ich eine Rune für ihn? Oh, ich brauche so dringend Runen. Ey. Es kann sein, dass wenn ich irgendwann die Schnauze voll habe, dass ich keine Rune mehr habe und so weiter. Dass ein kurzes Video kommt, wo ich einfach mal alle 2200 Wein soll es verdampfen. Es kann passieren. Es kann passieren. Nice. Oh, eine Epic Rune Shell. Schon ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, Leute. Ja, deswegen, Razer, deswegen level ich Vulcanus nicht, denn ich habe keine Rune für ihn. Nice, Razer. Ne, Leute, kein Live-Kampf mehr. Ich merke schon, ich habe keine Null Konzentration mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Deck hier auch funktionieren wird im Live-Kampf. Aber ich habe noch das andere, wo ich jetzt sofort zurückwechseln werde erstmal. Da werde ich aber wahrscheinlich jetzt auch rumtauschen müssen. Das muss ich auch ändern für den Live-Kampf. Wir haben jetzt 1, 2, da werde ich es aber auch so machen, dass ich den hier rausnehme und den hier reinpacke. Ja, sieht besser aus. Mein Live-Kampf-Deck. Okay. Mein geheimes Deck kennt ihr doch immer nicht. Ha! Live-Kampf-Deck. Passt, nice. Legend Hellfrune. Nice, Snows. Ja, man bekommt so viele Razer durch die Diamantkisten. Ich habe auch schon sehr viele Rune Shells. Ah, Epic. Ne, Epic. Legend Rune Sliver verdampft.
Habe ich auch schon einige. Man bekommt die so oft in Diamantkisten. Kann man so oft. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich gehe den Grill anwerfen. Oh ja, Baby. Ich gehe den Grill anwerfen. Heute könnt ihr mich nicht nerven mit Pizza und Döner, dem geilen Zeug, sondern ich grill einfach mal. Ey. Razer, weil der Name einfach mit E geschrieben wird. Oh, ohne E sogar. Rüzer, auch nicht schlecht. Danke Leute und ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Und ärgert euch nicht zu viel im Dungeon, so wie ich. Chillt lieber. Chillt lieber und ja. Das Video kommt heute am Abend auf YouTube, wie gesagt, falls ihr was verpasst habt. Den Anfang und so weiter und ja. Dafür heute kein normales Spellstone-Video, sondern der Stream kommt. Und Leute, vergesst bloß nicht, schaut bei Randall's Monday rein. Dem neuen Let's Play, der Folge 0. Schaut unbedingt rein, das ist so ein geiles Spiel. Bin gespannt, ob Frenbo das neue Let's Play wird, erstmal, oder Randall's Monday. Ich persönlich, nachdem ich Randall's Monday aufgenommen habe heute, würde ich eher sagen, Randall's Monday. Wenn man Leute, schaut rein bei den zwei Teaser-Videos, Frenbo und Randall's Monday. Viel Spaß, haut rein und ja, schönen Samstag noch. Ciao.